Mehr Chancen für kleine YouTuber. Wir kennen es von TikTok, wo es nicht so sehr darauf ankommt, wie viele Follower du hast. Du kannst trotzdem Hunderte oder Tausende oder auch mehr Views erhalten aus dem Stand. Und YouTube läuft Gefahr, dass wenn sie die kleinen Creators vergraulen, dass alle neuen Creators andere Plattformen wie eben zum Beispiel TikTok nutzen und YouTube da leer ausgeht. Das heißt für dich, mit einem kleinen Kanal kannst du wirklich heute noch starten und sogar auf der Startseite von YouTube empfohlen werden. Schau dir mal deine Startseite an. Das ist jetzt eine meiner Startseiten. Wir haben die üblichen Verdächtigen natürlich, die Mr. Beasts oder Leute, die über Mr. Beast sprechen. Wir haben natürlich ein bisschen getuned an meine Interessen, aber was auffällt hier zum Beispiel, auf meiner Startseite zu oberst ein Video, das einmal pro Stunde geschaut wird, ein Tag alt mit nur 52 Views. Wenn ich jetzt draufklicke, der Kanal hat nur ein Video drauf, ist nicht richtig eingerichtet, 2 Subscriber. Trotzdem, und ich bin nicht Subscriber, trotzdem kommt das zuvorderst in meinem YouTube. Wir können experimentieren und sagen, okay, ich reloade die ganze Geschichte. Ich sehe hier jetzt zum Beispiel 440 Views, 12 pro Stunde. Nicht so viele, also nicht wie 3 Millionen Views, 440 Views zuvorderst auf meiner Startseite. Ich schaue den Kanal an. Sie hat nicht mal ein Headerbild, 2000 Subscriber, ein paar Videos, 47, aber sie erhält eigentlich nicht viele Views und ist trotzdem zuvorderst auf meinem YouTube. Hier vor 2 Tagen 900 Views. Warum verdient dieses Video es, zuvorderst angezeigt zu werden? I don't know, aber YouTube ändert jetzt Dinge. YouTube hat von sich gesagt, dass sie ein Team haben, vielleicht neu, ich weiß nicht, das zur Aufgabe hat, sich um die kleinen Creator zu kümmern. Nutze also diese Chance und leg los. Oder wenn du schon unterwegs bist, ja, es gibt Hoffnung, es gibt die Möglichkeit. Natürlich sind das jetzt nur Impressions, das sind noch keine Views. Wenn ich hier jetzt nicht schaue, dann erhält sie keine Views. Das ist natürlich deine Aufgabe jetzt auch vom Thema, Titel, Thumbnail, das genug interessant zu machen, dass Leute das nicht nur sehen auf ihrer Startseite, sondern dann auch dein Video schauen. Das ist natürlich auch noch tricky, nicht so super einfach, aber das heißt, es gibt eine Chance für Impressions. Was nach den Impressions kommt, liegt an dir, liegt an deinen Inhalten und da kannst du natürlich auch viel lernen in YouTube-Videos, über Thumbnails, über Titel, über Descriptions, über Optimierung von deinem Kanal. Also, leg los!